auf der Tour. Vor der NWO. Vor dem Wolfpack. Bevor Four Life und Too Sweet in Mode kamen, gab es Hulk Hogan. Legend, Star, Legende, WCW World Heavyweight Champion. Doch die Zeiten änderten sich. Im Frühling des Jahres 96 kehrte Kevin Nash, einer der dominierenden Wrestler aller Zeiten, zurück. Und er hatte seine eigenen Pläne. Beim Bash at the Beach 1996 änderte sich das professionelle Wrestling von Grund auf. Genau wie die Karrieren von Hulk Hogan und Kevin Nash. In den letzten vier Jahren war es immer Hogan und Nash, Nash und Hogan, die größten und erfolgreichsten Stars des Wrestlings. Zusammen waren sie nicht zu stoppen. 1996 wurde Road Wild zu ihrem Kronjuwel. In dieser Zeit hatte Hogan immer nur den World Title im Blick. Nash und die NWO sorgten dafür, dass Hogan den Gürtel behielt. Es schien, als wäre die Verbindung von Kevin Nash und Hogan nicht zu stoppen, nicht zu zerrütteln und nicht zu zerstören. Früh im Jahr 97 hatte es den Anschein, als würden Nash und Hogan unterschiedliche Richtungen einschlagen. Doch eine offene Aussprache brachte die beiden erneut zusammen. Eifersucht und Egoismus schlichen sich ein. Die ersten Risse in der Verbindung von Nash und Hogan waren zu sehen. Doch die NWO riss sich noch einmal zusammen. Doch die Dinge sollten sich grundlegend ändern. Sting holte sich bei Starrcade 97 den World Heavyweight Title von Hogan. Die Schuldzuweisungen begannen, das Königreich fiel in sich zusammen. Die NWO teilte sich in zwei Fraktionen, mit Hogan und Nash als die jeweiligen Anführer. Dann kam es zum größten Krach der beiden. Nash half dem Macho Man dabei, Sting zu entthronen und den Titel zurück in die NWO zu holen. Am folgenden Abend wollte Hogan Savage den Gürtel abnehmen. Hogan gewann und war erneut World Champion. Bis er auf Goldberg traf. Hogan beschloss, seine Karriere zu beenden. Er wollte den Ring verlassen und Präsident werden. Damit war die Tür für Nash und seine Ambitionen auf dem World Title offen. Bei Starrcade konnte Kevin Nash sich mit Hilfe von Scott Hall seinen Traum erfüllen, oder etwa nicht? An einem unvergesslichen Abend im Januar ergab alles wieder einen Sinn. Nash überreichte Hogan förmlich den World Heavyweight Title und stellte seine eigenen Interessen zum Wohl des NWO Wolfpacks zurück. Hogans Regentschaft wurde einige Monate später von Ric Flair beendet. Während Flairs Titelherrschaft fanden Hogan und Nash erneut Vertrauen zueinander. Aber nicht für lange. Als Hogan versuchte, den Gürtel zurückzugewinnen, wurde er von Diamond Dallas Page verletzt. Eine Verletzung, die eine Knieoperation unumgänglich machte. In dieser Zeit kontrollierte Nash den Titel und wurde von den Fans bejubelt. Doch dann kam der Macho Man. There's your new world champion, Randy Macho Man Savage. Einen Abend später wollte ein übermütiger Savage den Gürtel gegen irgendjemanden verteidigen. Hogans Erscheinen schockierte alle. Doch er zeigte großen Respekt für Kevin Nash. Wie in der Vergangenheit war Nash zur Stelle, um Hogan zu helfen. Doch diesmal aus einem ganz anderen Grund. In den letzten Jahren dominierte Hogan Road Wild und Kevin Nash war immer an seiner Seite. Doch dieses Jahr wird sich in Sturgis einiges ändern. Es heißt Hogan gegen Nash. Hogan wird versuchen, weiter die Energie zu zeigen, die dafür sorgte, dass sein Name eng mit dem World Title verbunden ist. Kevin Nash will die Vergangenheit vergessen und beweisen, dass er der größte Star im Wrestling ist. Der Austragungsort, die Black Hills von Sturgis, South Dakota. Kevin Nash gegen Hollywood Hogan. Es geht um den World Heavyweight Title.